zusammen und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Malzfabrik-Tour. Solltet ihr den ersten Teil verpasst haben, dann blende ich euch jetzt dieses Video hier oben rechts ein oder ihr schaut mal in die Infobox, dort ist die Folge ebenso verlinkt. Für alle anderen heißt es heute wieder Geschichte, Geschichte und noch mehr Geschichte. Sperrt dazu am besten eure Lauscher auf, macht es euch bequem, denn es gibt einiges zu erkunden und vor allem zu erzählen. Kommt also nun mit auf diese sehr interessante Tour und den Rest erfahrt ihr wie immer von mir in den nächsten Minuten. Sollten verlassene Orte hier im Osten Deutschlands euer Interesse geweckt haben, dann schaut doch nach diesem Video mal auf unseren Kanal. Dort findet ihr jede Woche Mittwoch eine neue Folge zu diesem Thema. Reinschauen und abonnieren lohnt sich also mit Sicherheit. Und nun wünsche ich euch viele interessante Eindrücke in dieser Folge. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch den zweiten Teil unserer Tour durch eine verlassene Malzfabrik. Letzte Woche ging es vor allem um die Firmengründung und um die ersten Geschäftsjahre über die Jahrhundertwende bis hin zum Ersten Weltkrieg. Nun folgt ein ganzer Spießrutenlauf an Beteiligungen über gefühlt ganz Ostdeutschland und noch viel weiter, aber das werdet ihr alles gleich sehen bzw. hören. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg und der zwischenzeitlichen Produktionsumstellung auf Dürrgemüse, ihr erinnert euch, hatte vor allem die Wirtschaft sehr zu kämpfen. Die Leidtragenden waren aber in erster Linie die Arbeiter aus der Mittelschicht, die um ihre Arbeitsplätze fürchteten, wenn sie die noch hatten. Vermutlich war das auch der Grund, weswegen man eine Art Interessengemeinschaft mit zwei anderen Fabriken aus Edgarsleben und Eisenberg namens Mittelland gründete. Im Verbund ging es sicherlich um die faire Verteilung von Aufträgen und Rohstoffen. Eine solche Kooperation hatte es im Vorfeld schon einmal gegeben, allerdings mit anderen Firmen und darüber hinaus kam es auch zur Auflösung. Die nun wieder frei und selbstbestimmenden kleinen Firmen aus Erfurt und Großen Gottern in der Nähe von Mühlhausen in Thüringen wurden in Teilen gekauft, aber nur kurzweilig, denn die Erfurter Melzerei wurde rasch aufgelöst, während man die andere Beteiligung schnell wieder veräußerte. Mit dem Projekt einer zweiten Niederlassung in Oschersleben übernahm man ab 1924 die Melzerei von Heinrich Bormann. Das Familienunternehmen und seine Mitarbeiter wurden allesamt in die neue Firmierung übernommen. Der damalige Firmeninhaber Wilhelm Bormann wurde zudem in den Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft berufen. In den darauffolgenden Jahren zwischen 1926 und 1930 beteiligte man sich zudem erst an der 1872 gegründeten Aktienmalzfabrik in Sangerhausen sowie an den Vereinigten Malzfabriken Worms AG und in letzter Instanz an der in Bruchsal angesiedelten Moritz Marx Söhne Malzfabrik. Während in den frühen 30er Jahren der Bedarf an Malz zunehmend weniger wurde, pachtete man für schwere Zeiten ab 1932 die Malzwerke in Giersleben und ordnete dort den Produktionsstopp an, um vermutlich deren Aufträge zu generieren. 1934 schied der letzte Nachfahre von Firmengründer Albert Frede aus dem Aufsichtsrat aus. Nur drei Jahre später verkaufte man das Werk in Giersleben wieder, um im darauffolgenden Jahr kurz vor dem Zweiten Weltkrieg die Malzfabrik in Wegeleben als zweite Stammfabrik mit dem Namen Werk 3 in die AG zu integrieren. Im Januar 1939 zur Hauptversammlung entschied man sich mehrheitlich für eine Namensänderung der Firma. Die meisten Anteilsscheine besaßen damals im Übrigen die Deutsche Bank AG mit 18% und die Familie Lenz mit über 47%. 1943 beendete Wilhelm Bormann nach 18 Jahren als letzter Familienangehöriger der Melzerei in Oschersleben seine Tätigkeit im Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft. Während des Zweiten Weltkriegs hatte die Fabrik großes Glück, denn zum einen war sie in einer recht kleinen Stadt angesiedelt, die zwar einen Fliegerhorst und Motorenwerke besaß, strategisch aber war sie eher weniger von Bedeutung. Zumal die beiden angesprochenen Sachen außerhalb der Stadt lagen. Dennoch blieb die Stadt und ihre Bewohner nicht vom Bombenhagel verschont, eben weil sie einen Fliegerhorst und zusätzlich ein Junkers Flugzeug- und Motorenwerk innehatte, was auch die hauptsächlichen Ziele waren.
Insgesamt geht man heute von mindestens 354 Tonnen abgeworfener Bombenlast aus, wodurch neben den Motorenwerken auch 70 weitere Wohnhäuser zerstört wurden und über 100 Menschen ihr Leben verloren. Die Balzfabrik selbst konnte ohne Einschränkungen weiter produzieren und überstand diese schweren Zeiten wohl aufgrund der zentralen Lage ohne einen Kratzer. Wie es nach dem Krieg weiterging und was dann noch so alles geschah, das erfahrt ihr allesamt im letzten Teil dieser dreiteiligen Erkundung. Also empfehle ich euch nun nächste Woche Mittwoch wieder einzuschalten, beziehungsweise für die, die dieses Video in der Zukunft sehen, nun Folge 3 zu starten. Und damit verabschiede ich mich jetzt von dieser Folge mit einigen Bildern. Sollte euch diese Folge gefallen haben, dann gebt uns am besten einen Daumen nach oben und abonniert uns gerne auch für weitere Videos in der Zukunft. Bleibt mir alle gesund und munter und dann hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, macht's gut, bis dann und ciao.